Der Wilde Westen fängt gleich hinter Villmar an. In Weiher, auf den Spuren von Karl May, wo die Narretei begann. Die Kindheitshelden ein jeder kennt. Sam Hawkins, Winnetou, Old Shatterhand. In der vollbesetzten Weiher Volkshalle mit einem prächtigen Bühnenbild und unter der Leitung des Sitzungspräsidenten Andreas Lindemeyer fand die erste Kappensitzung der Freiwilligen Feuerwehr in der Session 2018-19 statt. Gleich zu Beginn überraschte der Weihnachtsmann mit seinem Engel-Goldlöckchen, frei nach dem Motto: Nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Also weißt du was? Ich glaube, da muss ich schon mal die Gemeinde Villmar auf meine schwarze Liste draufschreiben. Nathalie Karlheber-Hepp und Mona Ludwig hatten ein ganzes Jahr lang Augen und Ohren im Marktflecken offen gehalten und wussten von so mancher illustren Anekdote zu berichten. Brief von dem neuen Bürgermeister Matthias Hochröder. Der wünscht sich eine Schauspielausbildung. Warum das denn nur? Also bestimmt deshalb, wenn wieder was Fernsehen kommt. Wie vor 2 Wochen oder wann das war, Terra X mit dem nachträglichen Dreh übers Hochwasser in Augenau, damit er dann noch authentischer wird, wenn die Szene wieder nachgestellt wird. Ja, und außerdem, hier, ganz im Vertrauen, für die Arbeit in der Politik, da hilft ihm das bestimmt auch weiter, oder? Also steckt den Wunsch von Herzen. Der Brecher Mattes animierte sein Publikum sogleich zum Mitsingen und brachte den Saal so richtig in Schwung. Neben seinen Auftritten zur Faschingszeit ist der Niederbrechner Matthias Ehrlich auch aktiver Sänger des Männergesangsvereins Weiher. Aus Münster betrat der Wehrführer Thorsten Pfaffe als Brandschützer die Bühne. Damit es im Falle eines Brandes im Saal nicht gleich zu Panikausbrüchen kommt, wurde das Publikum über die ordnungsgemäße Evakuierung geschult. Wenn Sie dieses Zeichen sehen, bitte ich Sie aufzustehen. Das gilt natürlich insoweit zum nächsten Mal für die linke Seite. Die rechte muss noch schwitzen und bleibt zunächst erst einmal sitzen. Doppelsinnig war sein Einsatz beim Brand des Finanzamtes zu verstehen. Mit Löschpapier gelang sicherlich die Vernichtung sämtlicher Finanzdaten, doch ein Feuer damit zu löschen, naja. Die Menge hilft uns ungeheuer. Wir laufen Akten in das Feuer, versucht mit Ordnern großen, dicken, den Brand im Keime zu ersticken. Nur einer schreit, was soll das heißen? Als ich Papier ins Feuer schmeiße, ich sag, was wollen Sie denn von mir? Ist ja alles Löschpapier. Die Oberbrechener Tanzgruppe Beatbreakers setzte die Bühne unter Wasser und verzückte das begeisterte Publikum mit bezaubernd hübschen Meerjungfrauen. Folgen wir an einen Ort mit den schönen Bei diesem Auftritt kratzte sich so manches Ehepaar nachdenklich am Kopf. Als leidgeprüfte Ehefrau wusste Bettina Schröder von so mancher Begebenheit zu berichten, wie sie beim einen oder anderen zu Hause schon vorgefallen sein könnte. Ja, wenn wir da was haben wollen, so nicht zu meinem Mann gesagt, so, wenn du mich jetzt nicht kennen dätst und dässt mich so auf der Straße treffen, so, für wie alt dässt du mich da schätzen? Sei der, naja,
Die Rohr werden alle Feierwochen wieder neu gefärbt. 29. Naja, dein Haut, Sumamo, 36. Und deine Figur, na, das vielleicht 42. Och, das ist aber late, so, ihr bist aber süß. Ja, Moment, Sede, ich muss euch noch zurückzählen. Hey, letztens, und ich meine, da haben wir im Spiegel stießen, da möchte ich ja Pose. Dann seht ihr, guck mal, ich hab die Figur eines griechischen Gottes. Habe ich schon nur eine halbe Stunde gebraucht, um zu erklären, dass du Butter kein griechischer Gott ist. Die Professional Fools, die Thekenmannschaft der Kappensitzung, verließ für einen kurzen, spontanen Auftritt ihren Arbeitsplatz und gab ihren Choralgesang zum Besten. So, ihr Leute, für Selfies und Autogramme stehen wir jetzt hinter der Theke bereit. In unserem aller Schürze ausgekleidet. Total unkreativ, so der Name der Tanzgruppe, zeigte mit ihrer sportlichen Tanzdarbietung, dass der Name ihnen nicht gerecht wird. Sie entführten das Publikum kurzerhand in die fantastische Welt der Zirkusmanege. Natürlich darf er auf einer Kappensitzung in Weiher nicht fehlen. Pfarrer Uli Finger präsentierte passend zum Motto des Abends einen waschechten Cowboy. Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Der Melker hebt das Euter der Kuh hoch und sagt, 12:05. Wow, staunt der Städter. An der Schwere des Euters erkennen Sie, wie spät es ist. Nee, sagt der Bauer. Aber wenn ich das heute anhebe, dann kann ich die Kirchturmuhr sehen. Dass ein Cowboy dem modernen Sprechgesang nicht abgeneigt ist, bewies Uli Finger mit seinem Rap, bei dem das Publikum begeistert und lauthals in den Chorus mit einsetzte. Ich stehe auf der Wiese und schaue die Kühe. Die einen kauen Gras, die anderen machen Mut. Ich kratze mich am Kopf und denke an mein Leben. Wenn ich auf dieser Welt nur von Sinnlichem umgehen. Hoch und runter mit Gefühl. Immer schneller, dann kommt viel. Mit dem Daumen kräftig drückt, gibt es den Stoß und ein zurück. Die nächste Tanzeinlage wurde von den Schlabbedancern präsentiert. Mit ihrem Indianertanz weckten sie die Erinnerungen an Abahachi, Winnetou und Old Shatterhand. Der erste Vorsitzende und die Finanzchefin des Vorstands des Feuerwehrvereins trafen sich zu einem Schlagabtausch nach der Sitzung auf der Bühne der Weiher Volkshalle. Aber sag mal, Bro, findest du nicht auch, dass ich dick aussehe? Jo. Gekonnt und mit viel Wortwitz ließen Manuel Otto und Carina Roth die Wortfetzen fliegen, sodass kein Auge mehr trocken blieb. Du musst gerade schwätzen, guck dich doch mal an. Dein Bauch wird auch immer dicker. Fräulein, ich habe keinen dicken Bauch. Bei mir sind lediglich die Beine ein bisschen weit hin. Schwimme macht schlank. Was machen Blauwale verkehrt? Du treibst doch permanent mit dem Jürgen Eisner rum. Jawohl, mit dem Jürgen, mit 5 Uhr. Ja, hab ich auch schon letzte Woche im Kino gesehen. Hör mir auf. Da war mir so ein Erotikstreif. Da hast du Dinger gesehen. Da ist dem der Hut hochgegangen. Wieso hat der Jürgen dann im Kino überhaupt den Hut angehabt? Der hat den nicht angehabt, der hat den auf dem Schoß liegen. Das Männerballett Sixpack Undercover bot dem Publikum mit ihrem hübschen Südseelook einen wahren Augenschmaus.
Und mit dem wiederentdeckten Weihra-Kriegsgesang, dem Hatta Hatta, wusste die Gruppe mächtig Eindruck zu hinterlassen. Den Abschluss auf der Bühne bildete die Gruppe Bonn, Band ohne Namen, die mit ihrem Potpourri aus Country-Songs die Stimmung im Saal so richtig anzuheizen wusste. Unser Ehrenwort war heilig, wo ein Bleichgesicht wird hoch, und es waren gute Jahre, bis der Beste sich belohnt. So fand die fünfstündige Kappensitzung in Weiher ein grandioses Finale auf der Bühne. Doch vor der Bühne sollte die Nacht noch lange nicht enden. Dafür war die Stimmung im Saal einfach viel zu gut.